Herr Hagner, Sie haben heute im Rahmen einer Vortragsreihe der Bibliothek, Konstellation Neue Sichten der Bibliothek, aber auch im Rahmen einer Ausstellung, die bei uns zu sehen ist, Brandbücher, Aschebücher des Künstlers Hannes Möller vorgetragen über den Kodex in den Momenten seiner Gefährdung. Herr Hagner, worin bestehen denn mögliche Gefährdungen des Kodex? Wie man hier in dieser sehr eindrucksvollen Ausstellung von Hannes Möller sehen kann, in einer Weise, dass also eine Metamorphose dieser Objekte stattfindet und so etwas wie die Vergänglichkeit von dem, was den Kodex betrifft und allem, was er enthält, also unabweisbar werden kann. Und das ist vielleicht an diesem Ort eigentlich der zentrale Moment, an dem man zu denken hat, wenn es um diese Fragen der Gefährdung geht. Aber natürlich gibt es auch andere Momente der Gefährdung und die kennen wir auch aus der Geschichte nur zu gut. Ein Moment der Gefährdung wäre beispielsweise, dass Bücher zensiert werden und weggesperrt werden und damit dem, was eigentlich sein soll, wozu sie da sind, nämlich dass sie gelesen werden und dass über sie diskutiert werden, eben nicht mehr Genüge getan wird. Ein anderer Moment der Gefährdung, der in Deutschland ganz besonders bekannt ist, ist derjenige, dass Bücher verfolgt werden, genauso wie die Menschen, die sie geschrieben haben, vielleicht sogar verbrannt werden auf einem Scheiterhaufen, wie es auch passiert ist. Und das führt dann dazu, dass Bücher symbolisch erst einmal weg sind oder auf Reisen gehen müssen und dann ins Exil gehen und man sie dann an allen möglichen Orten der Welt wiederfindet, in welchem Zustand auch immer. Und um einen letzten Punkt vielleicht zu benennen, die Gefahr für den Kodex kann auch darin liegen, dass einfach tout court unterschätzt wird, was eigentlich Bücher an Anregung und an Wissen und an Möglichkeiten, auch an Spaß und an zivilisierender Kraft alles enthalten, dass das einfach alles delegitimiert und geleugnet wird. Da würde ich gerne noch mal dran anknüpfen. Sie haben den Punkt gemacht, dass der Kodex, die Bücher, dass die ihre Leistungsfähigkeit entfalten in den Momenten ihrer Gefährdung. Diese Leistungsfähigkeit, Herr Hagner, worin besteht die? Gerade auch im Vergleich zu anderen Medien. Die Leistungsfähigkeit besteht darin, dass zum einen eine gewisse Stabilität geben können. Die Lektüre älterer Texte kann so etwas wie Trost bedeuten, kann so etwas wie eine Stütze bedeuten. Das heißt, dass also jetzt das Moment der Gefährdung nun wieder auch mehr in Richtung der Menschen kommt, gedrängt wird. Und natürlich ist es so, dass Bücher einfach in der Lage sind, Argumentationsmaterial bereit zur Verfügung zu stellen, das in anderen Medien in der Weise nicht gegeben wird. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel, das also jetzt gerade für mich akut gewesen ist. Ich bin vor einigen Wochen gefragt worden, eine Sonderempfehlung zu machen für das Sachbuch des Monats, für die jeweilige Bestenliste. Und da habe ich als Empfehlung des Monats ein Buch von 1929 angegeben, das gerade bei Reklam wieder aufgelegt worden ist, nämlich die Schrift Vom Wert und Wesen der Demokratie von Hans Kelsen, dem großen Rechtstheoretiker. Und mein Argument ist einfach, dass wenn wir heute über die Demokratie nachdenken und diskutieren und Gefährdungen der Demokratie ins Auge fassen, ist das einfach eine unverzichtbare Argumentationsgrundlage, die durch keinen Wikipedia-Artikel und kein YouTube-Filmchen über Demokratie irgendwie substituiert werden könnte. Es ist unverzichtbar. Ja, das betrifft die Leistungsfähigkeit des Kodex, des Buchs. Ihnen war ganz wichtig, noch einen Punkt zu markieren, nämlich die Widerständigkeit auch des Kodex, des Buches. Das haben Sie verknüpft mit Überlegungen zur moralischen Ökonomie des Kodex, des Buches. Wenn Sie das vielleicht abschließend noch einmal auf den Punkt bringen könnten im Vergleich zur Leistungsfähigkeit, wie die Widerständigkeit sich da auch noch mal zu verhält.
Der Begriff der moralischen Ökonomie kommt ja aus der Wirtschaftsgeschichte, ist von dem englischen Sozialhistoriker E.P. Thompson geprägt worden für eigentlich das Gesindel, die unterste Bevölkerungsschicht im 18. Jahrhundert, deren Verhaltensweisen, deren Proteste gegen die Politik schlicht und ergreifend auf der Basis basierte, dass sie Hunger hatten und die Verteilung der Lebensmittel ungerecht fanden. Das heißt, moralische Ökonomie ist hier auch in einem ganz wörtlichen Sinne zu verstehen, dass Ökonomie sich eben nicht nur an Gewinn orientiert, der in bestimmte Taschen fließt, sondern dass es eine Art von gerechter Verteilung gibt. Und dann kann man den Begriff der moralischen Ökonomie erweitern auf ein bestimmtes Spektrum von Eigenschaften, von Tugenden, von Verhaltensweisen, die sich entweder zur Aufrichtung eines bestimmten Wissenssystems, wie beispielsweise der Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert, richtet, oder eben bestimmte Tugenden und bestimmte Weisen des Erzählens und der Narration und des Zusammenfügens unterschiedlicher Elemente zusammenfügt, die nur ein Buch kann. Und die Widerständigkeit des Buches besteht dann einfach darin, dass das also in dieser Form dann durch kein anderes Medium so realisiert werden kann, wie es nur Bücher tun. Ja. Herr Hackner, vielen Dank für Ihren Besuch und Ihren Vortrag in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek. Nichts zu danken.